Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 8 Kostbarkeiten-Box von Sido. Alle weiteren Informationen zu dieser Box und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 8 Kostbarkeiten von Sido, das Ganze am 11. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist eine Best-of-Box, mehr oder weniger. Und zwar haben wir hier die 8 Studioalben, die 8 Soloalben von Sido in dieser Box hier zusammengefasst auf Vinyl. Bevor wir das Ganze hier aus der Folie holen, haben wir unten rechts noch einen Sticker. Einen Hinweis, was uns alles in dieser Box erwartet. Sie ist recht groß, aber vor allem unfassbar schwer. So, wir lesen hier Sido Studio Vinylbox. 8 Kostbarkeiten. 8 Alben 2004 bis 2019, 16 Farbvinyle in 180 Gramm Deluxe-Pressungen inklusive Turntable Slipmat auf 2000 Exemplare limitiert. Jawohl, das alles erwartet uns hier. Die Box ist wie gesagt auf 2000 Stück limitiert. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Am besten hier seitlich aufschneiden. Also wie gesagt, von der Größe gab es schon diverse größere Boxen, keine Frage. Aber ich glaube, was das Gewicht betrifft, ist das tatsächlich auf jeden Fall eine, wenn nicht sogar die schwerste Box, die ich je in Händen hatte. Die wiegt echt, echt einiges. So, der Sticker verabschiedet sich jetzt hier. Der war wirklich hier auf der Folie und nicht auf der Box selber. Dann schauen wir mal, dass wir hier die Folie komplett abziehen können. Und wie ich gerade merke, ist hier auf der Unterseite noch ein Zettelchen. So, schauen wir mal ganz kurz, dass wir den hier auch irgendwie rausziehen. Genau, das ist die Unterseite. Und zwar lesen wir hier auch nochmal Sido 8 Kostbarkeiten Studio Vinylbox. Und dann haben wir hier die 8 Alben aufgelistet. Maske, in diesem Fall die X-Variante, also die indizierte, die nach der Indizierung rausgekommen ist. Ich und meine Maske, Agro Berlin 301180, spannenderweise hier mit 301980, also ich kenne das Album unter 301180, dann 6, also VI, das goldene Album und ich und keine Maske. So, dann haben wir hier noch die Infos und einen Barcode. Ja, das war hier so unten am Boden der Box beigelegt. Das ist die Box an sich, kommt hier in so einem blassen orange-hellrosa Ton. In der Mitte natürlich groß die charakteristische Sido-Maske, hier noch mit einem Achter versehen. Sieht so aus, als wäre das hier so ein Smiley, also so ein kreisförmiges Gesicht. Das ist der Mund und das sind die Augen, die hier entsprechend mit der Maske etwas bedeckt sind. Ansonsten rundum hier in dieser orange-rosa Optik, wir werden das Ganze nochmal anheben, auch wenn es verdammt schwer ist. Hier auf der Seite auch nochmal die Maske und auf der Oberseite orange-rosa. Und die Rückseite sieht dann so aus. Gut, das Ganze lässt sich dann hier seitlich öffnen. Bedeutet, wir können hier rausziehen. So, damit ist die Box nun leer, von innen schwarz. Und der gesamte Inhalt, der kommt uns hier in dieser quasi Schiene entgegen. Was man hier gemacht hat, spannenderweise, man hat hier manche Alben so der Reihe nach, also mit dem Rücken zu uns und andere umgekehrt. Ich glaube, das ging einfach wegen der Breite, weil ja die Vinyls meistens auf der Rückseite am Rücken etwas breiter sind als auf der Vorderseite. Ein Album hat man hier entsprechend umgedreht. Ja, es ist in diesem Fall Maske, wie ich sehe. So, als erstes haben wir hier die Slipmat. Und natürlich dann die Vinyls. Ja, also es startet hier mit, machen wir mal kurz Platz. So, mit Maske X. Ich würde sagen, wir holen einfach mal alle Vinyls raus und schauen die uns dann im Detail an. Aber erstmal alle hier befreien. Also Maske X. Dann geht es weiter hier mit dem zweiten Album Ich. Drehen wir vielleicht mal um, damit wir sie der Reihenfolge dann haben. So, dann Album Nummer 3, Ich und meine Maske.
Album Nummer 4, in diesem Fall Agro Berlin. Album Nummer 5, 301180, hier steht es wieder richtig, also ohne die 19, nur 301180, okay. Album Nummer 6, passenderweise auch der Albumtitel, also hier Römisch 6. Dann haben wir Album Nummer 7, das ist dieses hier, das goldene Album. Und dann noch Album Nummer 8, Ich und keine Maske. Ja, so, jetzt hätten wir alle Vinyls hier entnommen. So sieht das Ganze aus, also auch hier innen schwarz. Und dann starten wir direkt mit der ersten Vinyl. Das ist die hier. Lang, lang ist es her. Ich werde dabei nur mal kurz die anderen Vinyls bereitlegen, damit wir die dann der Reihe nach abarbeiten können. So, einmal umdrehen. Und dann kann es auch schon losgehen. Also, das ist es, Maske X. Das allererste Solo-Album von Sido, Maske, erschienen im April 2004, wurde damals dann indiziert aufgrund eines Tracks, und zwar war das der Track Endlich Wochenende. Und wegen dieses Tracks gab es dann die Indizierung, und dann hat man sich entschieden, im November 2005 das Ganze zu re-releasen, und zwar eben als Maske X. Das ist die zensierte Version des Albums. So, Agro Berlin präsentiert Sido Maske X. Das Cover ist genau ident wie das reguläre, nur eben hier das X dazu. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Und das ist die Tracklist. Also wir haben hier 18 Tracks an der Zahl. Spannenderweise die reguläre Variante. Also Maske hatte damals nur 17 Tracks. Und statt dem Track Endlich Wochenende hat man hier zwei Tracks hinzugefügt. Und zwar einmal hat man hier den Track Nummer 8, den Arschwig-Song Relax Mix, hinzugefügt. Und dann noch den Track hier, den letzten, Geh mein Weg. Also die beiden sind hier hinzugekommen. Ansonsten, ja, sind alle von der originalen Version von Maske. So, wie sieht das Ganze hier von innen aus? So. Also wir haben hier einen Infotext, eine Einleitung zum Album, dann lesen wir hier noch Geld, Sex, Gewalt und Drogen, nochmal die Maske. Und dann kommen wir zu den Vinyls. Wir haben hier, wie gesagt, einen Doppelvinyl, bedeutet A, B, C und D-Seite kommen hier in schwarzen Papphüllen. Und die Vinyl an sich ist dann hier in einem knalligen Rot. Also, so sieht das aus. Beidseitig bedruckt, die Maske im Zentrum. Normalerweise zeige ich euch ja immer alle Vinyls einzeln, aber nachdem wir hier so viele Vinyls vorliegen haben und das Video sonst, glaube ich, eine Stunde gehen würde, werde ich euch immer nur eine zeigen. Die sind auch immer ident eingefärbt. Also sowohl die erste als auch die zweite, ganz kurz, ist dann auch wieder hier in schwarzer Papierhülle und auch wieder rot eingefärbt. Die nehmen sich sonst nichts von der Optik, und um einfach das Ganze jetzt etwas zeitsparend zu gestalten, werde ich jetzt darauf verzichten, alle nochmal im Detail zu zeigen. Das nächste Album ist dann dieses hier, Ich aus dem Jahr 2006, Dezember 2006. So sieht das aus. Damals natürlich auch noch über Agro Berlin erschienen. Das ist die Rückseite. Also wir haben hier 23 Tracks. Und so sieht das Ganze hier von innen aus. Hier haben wir die ganzen Credits und Infos. Und die Vinyl, beziehungsweise die Vinyls zu diesem Album, kommen hier dann in einem Silber. So sieht das aus. A-Seite und B-Seite. Ja, es gab ja diverse dieser Alben schon vorher auf Vinyl, allerdings eben anders gefärbt, und hier in dieser speziellen Variante, also in dieser 8 Kostbarkeiten Box, hat man dann jede dieser 8 Vinyls nochmal neu eingefärbt. Also jedes Album hat hier ein neues Layout, eine neue Farbe bekommen, und es gibt sogar auch 3 Alben, die es zuvor nicht auf Vinyl gab, unter anderem das eben gezeigte Ich,
gab es zuvor nie auf Vinyl. Dann haben wir Album Nummer 3, Ich und meine Maske, erschienen im Mai 2008. Sieht so aus und wir haben hier bei diesem Album insgesamt 16 Tracks. So sieht das hier innen aus. Gartenzwerge und sonstige Gestalten. Und die Vinyls kommen hier in einer sogar bedruckten Papierhülle. Also nicht einfach nur in einer weißen oder schwarzen Hülle, sondern hier wirklich schön gestaltet mit Artwork. Und die Vinyl dann hier in transparent. So sieht das aus. So, das war jetzt Album Nummer 3, also Maske X, Ich und Ich um meine Maske hätten wir somit erledigt. Dann geht's weiter mit Album Nummer 4. Album Nummer 4 ist dieses hier, Agro Berlin, erschienen im Oktober 2009. Die gab es zuvor auch nicht auf Vinyl, also das Album ist jetzt auch hier erstmalig in Vinyl-Variante erhältlich. Auf diesem Album haben wir 21 Tracks. So sieht das aus. Die feinen Herrschaften, unter anderem hier B-Tight, Alpagan, Tony D und auch Harris mit dabei. Also alte Weggefährten von Sido. Hier wieder eine reguläre Vinylhülle in Weiß. Sowie dann auch die Vinyl. Die ist hier dann auch in Weiß gestaltet. So, dann kommen wir zu Album Nummer 5. Und Album Nummer 5 ist das Geburtsjahr von Sido, oder das Geburtsdatum, besser gesagt, 30.11.80. So sieht das aus. Und auch die gibt es in dieser Box erstmals auf Vinyl. Also zuvor nicht auf Vinyl erhältlich. Das ist die Tracklist. Wir haben hier auf diesem Album 14 Tracks. Und das Album ist erschienen im November 2013. Sieht so aus. Die Engelsflügel hier aus Neonröhren. Und die Vinyl selber kommt hier in einer schwarzen Papierhülle. Und ist dann hier in einem satten Dunkelgrün. Das ist die Vinyl. So, packen wir auch die wieder zurück. Wie gesagt, das war Album Nummer 5. Wir machen, wenn es gelingt, die Vinyl reinzupacken. So, wir machen weiter mit Album Nummer 6. Und Album Nummer 6 heißt auch passenderweise, wie gesagt, vom Albumtitel her 6. Also, das gab es ja schon zuvor auf Vinyl. Hier haben wir noch die Tracklist. 17 Stück an der Zahl. Und dieses Album stammt aus dem September 2015. Das ist das Innenleben. Hier unten rechts dann wieder die Credits. Und diese Vinyls kommen jetzt auch wieder in bedruckten Hüllen. Hier haben wir unter anderem die ganzen Tracks, die ganzen Lyrics drauf. Und diese Vinyls kommen hier in einem transparenten Orange. So. Der ein oder andere erinnert sich, dass ich ja schon diverse Sido-Releases und auch natürlich Sido-Vinyls vorgestellt habe. Aber die sind jetzt eben etwas anders von der Gestaltung, also von der Farbe her. Wer sich erinnert. Als nächstes Nummer 7, das vorletzte Album, das ist dieses hier. Das goldene Album aus dem November 2016. So sieht das aus. Und wir haben hier dann insgesamt 15 Tracks auf dieser Doppelvinyl. Und wie sieht die aus, die Vinyl? Die kommt hier auch wieder in einer bedruckten Hülle. Die gesamten Lyrics hier erfasst. Und die Vinyl an sich, passenderweise zum Albumtitel natürlich, in Gold gehalten. Also goldene Doppelvinyl. Das war Album Nummer 7 und dann kommen wir zum letzten Album. Und zwar dem achten Album
das sich nennt Ich und keine Maske. Das bis dato letzte Release von Sido. Die Box dazu habe ich euch ja vorgestellt. So, das ist die Vinyl. So sieht das aus. Hier in Gelb und Schwarz. Auf der Rückseite auch nochmal Gelb, Schwarz und Weiß. Mit dem längsten Barcode, den ich je gesehen habe. Und so sieht das hier innen aus. Also, die Vinyls kommen hier wieder in bedruckten Hüllen. Auch hier wieder alles voll mit Lyrics. Die Vinyl geht dann oben raus. Und die ist hier dann in so einem transparenten Hellgelb. So sieht die Vinyl aus. Wunderbar. Gut, somit hätten wir alle Alben erledigt. 8 Stück. Alle 8 Soloalben. Alle 8 Studioalben von Sido. Und als letzten Inhalt haben wir dann noch dabei die Slipmat. Die sieht so aus, in so einem Weiß- bzw. Hellgrau mit schwarzem Sido-Aufdruck. In der Mitte entsprechend das Löchlein. Also das kann man dann hier auf dem Plattenspieler, auf dem Plattenteller legen. Und dann leiden eure Vinyls nicht ganz so sehr beim Scratchen oder was auch immer ihr dann vorhabt damit. Kann man auf jeden Fall gut verwenden. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Slipmat hier mit dem Sido-Schriftzug. Und natürlich die ganzen Vinyls. Also einmal hier Ich und keine Maske, die Doppelvinyl. Dann das goldene Album. 6. 30, 11, 80. Agro Berlin. Ich und meine Maske. Ich und Maske X. Jedes dieser 8 Alben, wie gesagt, auf eingefärbter Doppelvinyl. Und wir haben hier, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, insgesamt 138 Tracks. Jawohl, also das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box auf 2000 Stück limitiert, 8 Kostbarkeiten. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sido unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.